Freitag, der 19.02.2021. Hallo und herzlich willkommen zum letzten Technical Trading in dieser Woche. Mein Name ist René Wolfram und auch heute wieder eine aktuelle Trading-Chance und zwar einen saisonalen Trade, der heute Thema sein soll, nachdem wir uns hier die rechtlichen Hinweise für das Technical Trading anschauen wollen. Und zwar geht es um einen Trade im WTI Rohöl, im Crude Oil. Ist ein Trade, den ich schon seit knapp 15 Jahren selbst mache. Und dieser Effekt ist über fast 4 Dekaden sehr stabil. Wir sehen hier eine Auswertung über die letzten 36 Jahre. Trefferquote liegt bei 67%, Profit Factor bei 3,67%. Und wir sehen hier die Ergebnisse und die Equity. Die Kurve hier ist die Equity dieses Systems. Im letzten Jahr natürlich bedingt durch den Corona-Crash ist es wichtig gewesen, dass man da mit dem Stop gearbeitet hat, der hier zu diesem Trade gehört, denn ansonsten wäre es sehr, sehr ungemütlich gewesen. Aber abgesehen von diesem Ausreißer im letzten Jahr ist hier auch, was die Schwankungen angeht, ist dieser Trade sehr stabil. Es gibt wenige gravierende Schwankungen in diesem Setup. Es gab mal 2013 etwas unangenehmere Rücksetzer, aber selbst das waren so knapp $10 im Ölpreis. Das ist auch das, was man als Toleranzraum aushalten muss. Und genau danach ist auch das Produkt ausgewählt. Auf jeden Fall, dieser Trade ist sehr, sehr stabil, weil die Verlierer, die es hier gegeben hat, zum Beispiel sieht man hier auch 3 Jahre, in denen das nicht funktioniert hat, das sind sehr kleine Verlierer gewesen. Hier auch sind die Verlierer sehr, sehr klein. Diese blauen Balken stellen das Ergebnis dar. Die gelben Balken zeigen an, wie weit der Trade zwischenzeitlich im Minus war. Und das Ganze bezogen auf den Öl-Future. Da sind $1 entspricht $1.000 im Konto. Das mal zur Orientierung. Das heißt also, wenn wir hier so einen Balken sehen von $10.000, dann sind es minus $10 zwischenzeitlich im Ölpreis mit einem verbrieften Produkt natürlich sehr gut skalierbar. Auf jeden Fall ein sehr stetiger Trade, weil es hier einen sehr starken Effekt gibt für die Energy-Märkte, speziell für Rohöl, ab eben diesem Zeitpunkt. Der Trade arbeitet von jetzt bis in den Mai hinein, ist also ein Swing Trade und hat entsprechend ein attraktives Auszahlungsprofil und hat entsprechend auch eine längere Haltedauer. Es geht hier um einen zeitbasierten Ausstieg, sieht man hier auch bei dem Produkt. Ich werde also kein Gewinnziel einbauen, das wäre fatal bei solchen Trades. Es geht darum, dem Markt Raum zu geben, dass es einzelne Trades geben kann, die auch wirklich weit laufen. Und ich habe hier einen Turbo Bull Open End von der Hypovereinsbank genommen mit einem relativ konservativen Hebel. Wir sind da so im Dreierbereich mit dem Hebel und die WKN lautet HR3Q B7. HR3Q B7. Steige Market ein, jetzt zu Handelsbeginn und Stop Loss muss bei 3 Euro liegen. Also der Markt braucht Spielraum. Zwingend. Eben gerade gesehen auch. Kommt manchmal vor, dass es bis zu $10 im Ölpreis schwankt. Aber die meisten Trades landen dann entweder nur leicht im Minus oder sogar noch deutlich im Plus. Also dementsprechend ist hier also Spielraum notwendig. Risiko wird logischerweise wie immer über die Einsatzhöhe gesteuert und Ausstieg ist zeitbasiert. Und damit sind wir auch schon für den heutigen Tag am Ende. Ich wünsche allen einen spannenden letzten Handelstag der Woche. Ein schönes Wochenende und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading am kommenden Montag. Bis dahin, macht's gut, ciao.